Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich eine Review für euch, wie ihr das da oben schon wahrscheinlich ablesen konntet. Da wurde ich vor einiger Zeit angeschrieben, ob ich nicht mal Pigmente testen möchte von einer Kosmetikfirma namens Red Rocks. Und ja, wer sagt denn da schon nein? Und vor allem, das war das erste Mal, dass ich angeschrieben wurde, ob ich mal was testen möchte. Und ich war natürlich total hellauf begeistert. Und da es sich auch um Pigmente handelt, wollte ich natürlich gleich auch welche ausprobieren. Ich durfte mir dann ein paar Farben aussuchen auf ihrem Shop und denen das dann zuschicken. Und die haben dann daraus ein paar, also aus der Liste, die ich ihnen zugeschickt habe, ein paar mir zukommen lassen. So, ja, erstmal zu dem Unternehmen selbst. Wie gesagt, die nennen sich Red Rocks Cosmetics. Und die verkaufen ihre Ware auf eBay. Die haben ihren eigenen Shop auf eBay. Ich habe hier noch einen Flyer zugeschickt bekommen. Das sieht so aus. Finde ich ja schon total geil wegen dem, ihr sagt schon, wegen dem Zebra-Muster und so. Finde ich richtig gut. Hier ist die Adresse Red Rocks Cosmetics hier auf eBay. Und ja, natürlich verlinke ich euch unten den Shop nochmal. Dann könnt ihr direkt drauf zugreifen. Die verkaufen da nicht nur Pigmente, sondern auch Sigma-Pinsel und Sleek-Kosmetik. Noch irgendwas? Ich glaube, ja, Sleek-Kosmetik, Sigma-Pinsel und ihre eigenen Red Rocks-Pigmente. Ah, Wimpern verkaufen sie, glaube ich, dort auch. Bieten sie auch an. Genau. Und ja, ich, wie gesagt, ich habe mir dort ein paar ausgesucht und ich habe sie vor ein paar Tagen bekommen. Und mein erster Eindruck war natürlich gleich so, bam, cool, Hammerfarben, gefällt mir super. Aber bevor ich zu den Pigmenten komme, wollte ich euch nochmal sagen, ich habe das ja jetzt auf eBay so, auf eBay, klar, auf YouTube so mitbekommen, dass halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ihr habt irgendwie ein bisschen Probleme damit, wenn YouTuber was zugeschickt bekommen oder so, weil ihr Bedenken habt, dass die euch dann anlügen oder sonstiges. Ich wollte jetzt nur noch sagen, ich habe die Sachen kostenlos zugeschickt bekommen, das stimmt. Ich wurde aber nicht dafür bezahlt, dieses Video jetzt zu machen und ich mir wurde auch nicht vorgesagt, was ich jetzt zu den Pigmenten sagen soll. Das ist meine freie, eigene Meinung über diese Pigmente, die ich euch gleich erzählen werde. So, noch ein paar Daten und zwar kosten die Pigmente zwischen 2,90 Euro und 3,40 Euro. Wie viel Gramm da drin sind, habe ich jetzt nicht rausfinden können, aber wahrscheinlich halt so um die, na, ich will nicht lügen, ich lasse es lieber, halt so wie Standardpigmente, was man so kauft, glaube ich. Ja, und der Versand beträgt 1,30 Euro, man kann mit PayPal bezahlen oder halt per Überweisung. Und ja, das, was ich zugeschickt gekriegt habe, das sind halt Samples gewesen, also die Behälter, das sind so Samples-Behälter. Und ich habe geguckt auf der Seite, da werden die Produkte halt in richtigen kleinen hier Acrylbehältern verschickt mit einem schwarzen Deckel. Hier ist das ja auch nochmal abgebildet, ne? Das Pigment und hier das schwarze Deckel. Also schon ein bisschen kommerzieller als das, was ich zugeschickt bekommen habe. Ja. Ich habe dann auch als allererstes gleich angefangen, mich mit den Pigmenten zu schminken. Ich habe sie feucht und trocken aufgetragen. Ich habe Looks damit geschminkt und werde die Fotos immer wieder zwischendurch mal einblenden, damit ihr sehen könnt, wie die Looks rüberkommen. Und ich habe auch mich heute damit wieder geschminkt. Ich weiß nicht, ob man das in dem Licht erkennt. Ziemlich neutral gehalten. Aber es ist schon sehr schimmrig und sehr glitzernd. Mir gefällt. Davon habe ich jetzt natürlich auch Fotos gemacht. Das wird auch mit eingeblendet. Ich habe beim Testen dieser Pigmente nicht jetzt mit dem Finger reingedatscht. Und zwar habe ich dafür einen sauberen Messer genommen und immer wieder mit so einer Messerspitze rausgenommen von den Pigmenten. Und dann halt auf so einen Spiegel raufgetan und es dann von dort aus benutzt. Und so werde ich das jetzt auch gleich wieder für euch swatchen, weil ich ein oder zwei Pigmente an euch verlosen möchte am Ende des Videos. Und da ich mir noch nicht sicher war, welche Pigmente ich verlosen werde, wusste ich noch nicht, wollte ich halt auch nicht irgendwie jetzt mit dem Finger da rein. Das ist halt nicht hygienisch gewesen.
Deswegen werde ich das jetzt auch wieder so machen. Also ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, weil es ist ein sauberer Messer und alles andere ist auch steril. So, ich habe jetzt auf meinem Handrücken, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, eine Lidschattenbase drauf. Das ist die von Manhattan, damit die Pigmente etwas besser dran haften und sich auch, also auch besser zur Geltung kommen, weil ich sie jetzt nicht anfeuchten möchte. Beziehungsweise die Pigmente sind ja feucht ja immer viel, viel ausdrucksstärker. Also die Farbe kommt viel, viel ausdrucksstärker zur Geltung und wer das dann auch bei seinem Ammo haben möchte, müsste dann auch die Pigmente dann halt feucht auftragen. Ich mache das jetzt nicht, wie gesagt, weil es ist mir jetzt zu viel Schmierkram. Ich trage die jetzt trocken auf und ich fange jetzt auch mit den Pigmenten an, die ich gerade auf dem Auge trage. Und zwar einmal die Farbe Sweet Honey. Das habe ich auf das gesamte Augenlid aufgetragen. Kriege ich das auch auf? Ich meine, jetzt sogar bei den Samples ist ja schon jede Menge drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ist ja auch schon jede Menge drin. Das ist so ein schöner peachy-pinker Lidschatten. Und was die Konsistenz angeht, ne, die sind mega, mega, mega fein gemahlen. Also wirklich sehr, sehr fein. Ich könnte die auch auf die... Die sind super fein gemahlen und lassen sich dementsprechend auch sehr gut verblenden. Oh, es ist wirklich eine sehr schöne Farbe. Und diese Farbe könnt ihr auch ganz gut alleine tragen. Also wirklich auf das komplette Augenlid drauf tragen, auf das bewegliche Augenlid. Und schon seid ihr eigentlich fertig geschminkt. Das ist die Farbe Sweet Honey. Das habe ich jetzt auf das gesamte Augenlid drauf. Sehr, sehr schöne peachy-pinke Farbe mit goldenem Schimmer. Gefällt mir sehr gut. Wie ihr sehen könnt, sehr stark pigmentiert, obwohl das jetzt gerade trocken aufgetragen ist. Ich habe natürlich die Base darunter. Wie gesagt, die Konsistenz also ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also gefällt mir. Ich habe keine Probleme damit gehabt, das aufzutragen, sowohl feucht als auch trocken. Dadurch, dass die so fein gemahlen sind, hatte ich auch keine Probleme beim Feuchtauftragen. Manchmal bei anderen Pigmenten habe ich das Problem, dass die dann so klumpig werden und das dann ziemlich schwer ist beim Verblenden. Aber bei denen war das nicht so. Also ich habe die richtig gut auftragen können, auch schön verblenden können, feucht. Ja, und trocken bekommt man das auch ganz gut aufs Auge. Ich habe es einmal auch ohne Base aufgetragen, ohne Primer, ohne Base, einfach aufs nackte Auge sozusagen, auf das nackte Augenlid. Hat auch super gehaftet, habe es ein paar Stunden drauf gehabt. Bei mir hat es nicht angefangen zu creasen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch sein wird. Wenn ihr etwas öligere Augenlider habt, dann empfehle ich doch einen Primer oder eine Base zu nehmen. Bei mir hat das wunderbar geklappt, auch ohne. Und mit Base Primer sowieso dann. Ja, die zweite Farbe, die ich auf meinem Augenlid drauf habe, die habe ich in meinem äußeren Augenwinkel und in der Lidfalte verblendet. Die habe ich dann leicht angefeuchtet. Also ich habe die leicht angefeuchtet aufgetragen. Fand ich besser. Allerdings muss ich sagen, diese Farbe, Bronze Star, ist etwas kompliziert gewesen. Dadurch, dass sie so extrem, so sieht die aus, dadurch, dass sie so extrem... so extreme Glitzerpartikel hatte, war das wirklich nicht gerade einfach, das aufzutragen. Sowohl trocken als auch feucht hatte ich so meine Probleme damit. Und ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber wenn ich mit Pigmenten arbeite, dann mache ich zuerst mein Augen-Make-up und schminke mich dann hinterher erst. Weil egal wie sehr man aufpasst, egal wie sehr man Übung drin hat, man hat ja dennoch so Fallouts. Also hier, also die Pigmente fallen runter. Also man hat leichte Pigmentverlust quasi und das hat man dann hier auf dem Bäckchen drauf. Und wenn man schon das Gesichts-Make-up schon gemacht hat, ist es ein bisschen schwierig, das dann vom Gesicht runterzukriegen. Deswegen habe ich immer zuerst mein Auge geschminkt und dann mein Gesicht gemacht. Und bei der Farbe sowieso, weil da fällt die Farbe extrem, weil da diese Glitzerpartikel noch mit bei sind. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Also wirklich sehr schöne Farbe. Und die passt perfekt zu diesen, wie hieß die Farbe nochmal? Sweet Honey, weil da, es ist ein Bronzeton, aber
nochmal mit so einem peachigen Unterton irgendwie und so leichte grünliche Schimmerpartikel. Hier, das ist Bronzestar, seht ihr, die beiden Farben harmonieren sehr schön zusammen. Und das ist auch ein sehr schöner Glanz, ein Schimmer. Gefällt mir sehr gut. Und das, wie gesagt, habe ich gerade aufs Auge. Toll, ich kann mal wieder nicht reden. Aufs bewegliche Auge habe ich Sweet Honey drauf und Bronzestar hier in die Lidfalte verblendet. Und ich finde die beiden Farben sehr, sehr, sehr schön. Auch zum Abends mal weggehen, richtig schön. Da ist der Schimmer auch richtig intensiv. Finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, Bronzestar ist etwas kompliziert beim Auftrag, weil der ziemlich glitzerig ist. Dann hatte ich mal ein Ammo geschminkt, blende ich euch auch gleich das Foto ein. Mit den zwei lila Tönen, die ich habe, und einen Goldton. Leute, aber dieser Goldton ist so einmalig. Das ist die Verpackung. Guckt euch das mal an. Man könnte denken, das ist so eine Schablone reingelegt oder so. Das habe ich beim ersten Mal gedacht, und als ich dann gesehen habe, nein. Das sind wirklich, das sind die Pigmente, die daran kleben. Das ist wirklich Gold. Das ist Hammer, die Farbe. Also wirklich außergewöhnlich schön und unglaublich mega stark pigmentiert. Halt euch das nochmal so in die Kamera. So sieht, so sieht die Farbe aus. Es erinnert irgendwie an einem Pigment von MAC. Old Gold oder so heißt er, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das ein schöner goldener Farbton, der allerdings einen Touch Oliv mit noch drin hat. Da braucht man nicht viel von. Die sind so super pigmentiert. Braucht man echt nicht viel von. Seht ihr, das ist das, was ich gerade auf dem Finger drauf habe. Echt, boah. Hammer, sag ich euch. Hammer. Also ich bin begeistert. Also ich finde die Farben richtig gut. Na, da erkennt man das, glaube ich, auch, ne? Das ist der Goldton. Der heißt Gold Glam. Und man sieht ja, ne, der ist so leicht olivstichig. Also nicht dieses reine Gold, sondern so wirklich leicht olivstichig. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Und damit und mit den zwei weiteren lila Tönen hatte ich ein Ammo geschminkt gehabt, was etwas extremer für meine Verhältnisse war. Aber ich wollte halt einfach, dass die Farben gut zu erkennen sind und gut rüber können, rüber könnten, gut rüberkommen, damit ihr auch die Farben gut erkennen könnt. Deswegen habe ich mir so einen eher dramatisch arabischen Look geschminkt. Und ja, also ich fand, die Farben haben perfekt harmoniert miteinander. Und vor allem dieser Goldton hat es mir echt angetan. Ist einfach 1A, die Farbe. Ja. Kommen wir zu der nächsten Farbe. Das ist Cranberry. Wie der Name schon sagt, halt so ein Cranberry-Ton. Auch wieder mit Schimmer. Also alle Farben, die ich habe, sind mit Schimmer. Ich habe keine matten Farben jetzt. Ich habe gesehen, die haben auch matte Farben. Ich habe aber jetzt keine. Ich habe immer nur mit Schimmer, Glitzer. Irgendwie auch besser so. Ich liebe Schimmer und Glitzer. Ups, ist das zu viel? Swatche ich euch mal die Farbe Cranberry. Sehr schöne Farbe. Wow, das war echt zu viel. Die sind ja super pigmentiert und die beim Swatchen schon zu viel genommen. Das ist ein schöner, flaumiger lila Ton mit wunderschönen goldenem Schimmerglitzer. Da, das ist die Farbe Cranberry. Kommt in der Verpackung etwas Pflaumenfarben darüber. Ich dachte schon. Aber geswatcht bzw. aufgetragen auf dem Augenlid ist er viel lila stichiger.
Aber auch sehr schön. Dann habe ich die nächste Farbe, Violet Mica. Das ist ein sehr schöner, intensiver, knalliger lila Ton, lila Farbe. Kommt jetzt etwas bläulich rüber in der Kamera. Habe ich den Namen schon gesagt? Ja, ne? Violet Mica. Hat auch einen sehr schönen Schimmer und der feucht aufgetragen, also dieser Pigment feucht aufgetragen, ist noch intensiver. Hatte ich mal ausprobiert, fand ich richtig gut. Schon trocken ist der sehr intensiv, aber feucht aufgetragen funkelt und schimmert er noch ein bisschen mehr. Tut mir echt leid, ich habe gerade das Fenster auf und die Bahn fährt immer wieder vorbei. Da, Violet Mica, seht ihr, richtig, richtig schön. Kommt leider, wie gesagt, jetzt in der Kamera etwas bläulich rüber, aber die anderen Farben passen haargenau. Nur bei der Farbe jetzt kommt es etwas bläulich rüber, aber auf den Fotos wird ihr es, glaube ich, dann ganz gut erkennen, dass es dann wirklich ein schöner lila Ton ist. So, und zu guter Letzt habe ich dann nochmal drei Pigmente, mit zwei von denen ich wieder einen Look geschminkt habe. Und zwar einmal die Farbe Sweet Peach. Und wie die Farbe schon sagt, Peach-Ton. Ein schöner, pinker, peachiger Ton mit ganz viel goldenem Glitzerschimmer. Schimmer, Schimmer. Sehr schön. Also, ich persönlich finde die Farben, die man mir jetzt zugeschickt hat, einfach genial. Also ich finde alle acht Farben, die ich habe, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Von der Qualität auch sehr gut. Das heißt, sehr gut pigmentiert, sehr gut verblendbar. Die Haltbarkeit ist auch gut, sowohl feucht aufgetragen als auch trocken. Wie gesagt, bei dem einen oder anderen, wo halt mehr Glitzer und Schimmer mit bei war, war es halt beim Auftrag etwas schwieriger. Und wenn ihr einfach den Tipp befolgt, euch hinterher erst im Gesicht schminkt und erst zuerst euer Gesicht, oh, zuerst eure Augen schminkt und dann euer Gesicht, dann ist es auch egal, wenn die dann sich in euer Gesicht verteilen, weil dann könnt ihr es immer noch wegwischen und euch dann euer Gesicht zuwidmen. Oh, das ist eine wunderschöne Farbe. Erinnert mich ein bisschen an den Lidschatten von MAC, Expensive Pink. Och, das ist ein sehr schöner Ton. Die Farbe zum Beispiel könnt ihr auch ganz alleine einfach auf Augenlid auftragen, mit einem Lidstrich oder so und schon seid ihr fertig. Sweet Peach. Wunderschön. Ich mag die Farbe total. Ja. Und das hatte ich dann zusammen mit dem Mystery Night Pigment drauf. Das ist auch ein sehr schöner, so ein Rostrot ist das. So ein schöner rostroter, ja, Rostrot, ja, geht mehr ins Burgunde, würde ich eher sagen. Auch wieder mit ganz viel Schimmer. Schön. Ihr seht schon, ich habe immer noch Freude daran, ja, weil ich gucke mir immer solche wunderschönen Lidschattenpigmente immer so gerne an. Könnt mir das stundenlang angucken. Da ist die Farbe Mystery Night. Sehr schön, wirklich sehr schön. Und ihr seht schon, die beiden Farben harmonieren sehr gut zusammen. Damit hatte ich halt, wie gesagt, ein Ammo geschminkt und sehr natürlich kam es rüber. Ich werde es auch gleich wieder einblenden. So, dann habe ich noch zu guter Letzt noch einen Farbton, den ich allerdings nicht benutzt habe. Also damit habe ich mich nicht geschminkt. Aber das ist eine tolle Farbe, wirklich. Eine so sehr, sehr, sehr schöne Farbe, mit der ich mich auf jeden Fall noch schminken werde. Und die Farbe ist feucht aufgetragen, einfach Bombe. Und es ist die einzige Farbe, die ich euch jetzt gleich auch nochmal feucht demonstrieren werde, weil sie einfach echt mega bombastisch ist, weil trocken sieht sie ganz anders aus als feucht.
Ich trage sie euch erstmal trocken auf. Na, man bekommt immer so die sind echt fein gemahlen. Das sage ich euch, richtig fein gemahlen. Man erwischt immer schon zu viel. Mich erinnert die Farbe ein bisschen an diese neuen Chanel-Lidschatten, diese Creme-Lidschatten, die Nummer 83, die habe ich nämlich auch. Und die Farbe erinnert mich ein bisschen daran. Das ist Silver Star. Ein schöner Silberton, der so leicht einen Graphitanteil auch mit hat. Und feucht aufgetragen. Wow. Das ist dann flüssig Silber, wirklich flüssiges Silber. Das trage ich eben mal feucht auf. Besprühe ich meine Hand oder? Nee, ich besprühe meinen Finger. Ist besser. So. Dann schmiere ich mir das hier rauf. Nehme ich mir nochmal ein bisschen. So. Kommt der Effekt jetzt rüber? Das Feuchte? Ja, ich glaube schon. Da, ne? Da ist es feucht aufgetragen und ihr seht schon den Unterschied. Ne? Da geht dieses Graphite verloren irgendwie und dann ist nur noch Silber. Dann scheint es nur noch so Hochglanz Silber, so wie flüssiges Silber. Finde ich richtig, richtig schön, die Farbe. Da auf dem Finger sieht man das auch wieder, ne? So richtig metallisch Silber. Gefällt mir echt gut. So, meine Lieben, ich glaube, ich habe mich entschieden, was ich an euch verlosen möchte. Und zwar werde ich die Farbe Cranberry, weil das jetzt so wunderbar in den Herbst reinpasst. Und das eine Farbe ist eigentlich, die fast jeder tragen kann. Und ich werde euch die Farbe Bronze Star verlosen. Also ihr bekommt Bronze Star und Cranberry. Jeweils an zwei Personen werde ich das verlosen. Das wäre fies, wenn nur eine Person zwei kriegen würde. Also da haben dann mehr von euch Chancen. Wie gesagt, ich werde Bronze Star, diesen schönen Bronzeton, und Cranberry, diesen Burgundfarben, ne? Ihr müsst nicht viel tun, am besten einfach ein Abonnent von mir natürlich sein. Einen Kommentar hinterlassen, wie ihr meine Ammos dazu gefunden habt, die ich euch hier im Video eingeblendet habe, und das Video zu eurem Favoriten wählen. Diese drei Voraussetzungen müsst ihr erfüllt haben. Und wenn ihr noch keine 18 seid, bitte die Einverständniserklärung eurer Eltern. Und ansonsten nur noch europaweit, also wirklich... Tut mir leid an all die anderen Abonnenten, die nicht in Europa leben, aber ich werde das bei dieser Verlosung einschränken auf Europa. Also wenn ihr in Europa lebt, 18 seid oder noch keine 18 seid, aber die Einverständniserklärung eurer Eltern habt, mein Video zu eurem Favoriten wählt, mir einen Daumen hoch gibt und mir eure Meinung über meine Ammos sagt, werdet ihr automatisch dann halt an der Verlosung teilnehmen. Und das Ganze geht dann... bis Freitag, den, das ist der 30., ich glaube schon, Freitag, den 30. September, Mitternacht, wird das Ganze dann beendet. So, und wie gesagt, daraufhin werde ich mich dann bei euch melden, wer es dann gewonnen hat. Per Zufallsverfahren werde ich es mal wieder auslosen. Und so, ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachschminken, falls ihr euch die Pigmente auch kaufen möchtet. Ja, ansonsten danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye!